Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Waffen-Showcase. Ja, mit dem neuesten Patch wurden neue verdorbene Waffen hinzugefügt und die werde ich euch jetzt alle mal zeigen. Außerdem läuft, wie ihr gerade seht, der Himmel ist klitscherot vom 29. Februar 2024 bis zum 5. März. Ein verdorbenen Event, sprich die Spawnrate für verdorbene Gegner ist deutlich erhöht. Ich empfehle zudem, spielt auf Apokalypse, dann habt ihr den größtmöglichen Erfolg. Ich habe es gerade getestet und innerhalb von 2 Minuten ist direkt einer aufgetaucht. Okay, wir gehen mal eben durch, was es alles für neue verdorbene Waffen gibt. Zum einen verdorbene Kubuswaffe, die ist neu. Dann verdorbene Armbrust der Trauer, ebenfalls neu. Dann korrupte Armbrust, die ist neu. Ebenfalls neu, bereits gespoilert, verdorbener Ritter. Und den Abschluss macht der verdorbene Nebula. Ja, und die werden wir jetzt alle gemeinsam mal durchgehen. Wir holen uns doch direkt mal Nebula und arbeiten uns dann so durch. Vorsicht. Wo haben wir es denn? Wo ist denn mein getreuer Nebula? Hier. Level und so weiter ist aktuell nicht relevant. Wir gucken uns einfach an, was die Waffen können. Nanophase ist die Fähigkeit. Detonierte aktiviert. Was? Detoniert aktive Nanobooster, die 2000. Die 244. Aha. Pro detonierten Nano. Okay, das testen wir mal. Okay, Nebula schießt kein Gas mehr, sondern Säurekugeln. Oha! Okay, das müsste ich im Gefecht testen, aber das sieht extrem vielversprechend aus. Das sieht wirklich extrem vielversprechend aus. Ist das... Es ist Single Shot. Also ihr müsst für jede Kugel müsst ihr den Abzug betätigen. Okay. Und was ist die Mod? Oh, habe ich da jetzt was? Ach, Brabus, du stehst im Weg. Ach, das sind die Kugeln. Ich verstehe schon. Okay, Moment. Ah! Und hat Area of Effect. Nett. Wirklich nett. Also, verdorbene Nebula macht auf mich jetzt schon einen ziemlich guten Eindruck. Im tatsächlichen Kampfgeschehen wird sich das zeigen müssen, aber ich denke, mit einem Säurebild knallt die Waffe ziemlich gut. Ja, ich habe die Daten mal nochmal runtergeladen und wir schauen uns direkt die nächste Waffe an. Was haben wir denn nach Nebula? Ah, den Ritter. Der Ritter ist vielleicht für die meisten von euch nicht so relevant, weil dafür müsst ihr den Hardcore-Modus auf Apokalypse, nicht den Hardcore-Modus, was rede ich denn? Dafür müsst ihr einfach nur den Modus Apokalypse abschließen, die Story. Ja, man muss dafür was tun, aber ich habe Hoffnungen. Ich habe wirklich Hoffnungen, dass das wieder der alte Ritter aus dem ersten Teil ist. Wie sieht das Teil eigentlich aus? Auch ganz schick. Okay. Fähigkeit. Fusionskanone. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Fusionskanone. Bündelt alle Mod-Aufladungen zu einem großen, mächtigen Strahl, der Gegner durchdringt. Dieser Strahl verursacht Schaden und erhöht den verursachten Schaden, den Rückstoß und die die Strahlenstärke pro verbrauchte Aufladung. Oh. Okay. Okay. 50 Schuss. Es ist der alte Retter. Yo! Es ist der alte Ritter. Oh, wie schön. Oh, er hat sogar das... Er ist nicht ganz so dolle schnell wie im ersten Teil. Aber die Feuergeschwindigkeit erhöht sich. Oh ja, seht ihr das? Ah, ich verstehe es. Passt auf, passt auf. Ihr bekommt unten in der Mod-Fähigkeit. Seht ihr, ich habe 5 Stacks. Umso mehr Stacks, das du hast... Umso schneller schießt der Ritter. Wie im ersten Teil.
Er ist nicht schlechter geworden. Die haben einfach den Ritter wieder eingebaut. Nice! Also wenn man mit einer Bogenwaffe des Originalritters nicht anfangen kann. Hier. Oh! Ich muss anmerken, der ist nur auf plus 8. Also da ist noch Raum nach oben. Und das ist kein explizites Bild auf Ritter ausgebaut. Ich möchte mal kurz was sehen. Moment. Wir schauen uns mal an, was die maximale Modfähigkeit, jetzt haben wir sie, für Schaden anrichtet. Boah, Brabus. Boah, Brabus, verpiss dich. Danke. Also, genullt. Das ist ordentlich. Für eine Waffe nur auf plus 8 sind 2316 Schaden gar nicht mal so schlecht. Also ich gebe dem Ding einen Daumen nach oben, allein schon aus Nostalgiegründen. Leute, der Originalritter aus Remnant 1 ist wieder da. Was will man da groß dazu sagen? Und weiter geht's. Also bisher muss ich sagen, ich bin ziemlich positiv überrascht. Ich hatte erwartet, dass ich mehr enttäuscht werde, weil die ersten Corrupted Waffen, also das erste Set war jetzt nicht so doll. Aber wir gucken mal. Es ist ja noch hier Platz nach unten. Die Armbrust an sich war ich schon im Hauptspiel kein Fan davon, aber wir gucken mal. Wut des Wächters ist die Fähigkeit. Verleiht der abgefahrenen Arabaliste, das ist die da, also da meint sie mit die korrupte Armbrust. Warum die so einen krassen Namenschange bekommt, weiß ich nicht. Die Macht des verdorbenen Wächters von Jaesha, wodurch die Feuerrate um 20% erhöht und der Rückstoß und das Schwanken um 25% verringert werden. Dies führt außerdem dazu, dass jeder Scheibentreffer auf einem Gegner eine Explosion in einem Umkreis von 3,5 Meter bewirkt und 69 Schaden verursacht. Okay, testen wir mal. Hört sich auch schon mal in der Theorie gar nicht mal so kacke an. Das ist dann das Teil hier. Okay. Hat mehr Schuss, das ist schon mal schön. Und springt immer noch über wie das Original. Okay. Mod ist voll. Okay. Also, auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung finde ich, weil du büßt nichts ein. Und dadurch, dass du ja Explosionsdamage gut verbessern kannst, ist es schon mal eine Verbesserung. Muss aber sagen, ich war schon kein Fan von der Original-Araberliste. Beziehungsweise die original abgefahrene Araberliste. Wird sich zeigen. Lässt sich aber bestimmt was mit anstellen. Naja, okay, da haben wir das Teil durch und wir kommen zu der nächsten Waffe. Und weiter geht's. Was haben wir denn noch Schönes? Ah ja. Armbrust der Trauer. Muss vorweg sagen, kein Fan von dem Teil. Im Hauptspiel. Also ich persönlich. Wenn sie jemand von euch toll fand, dann... Hey, vielleicht ist es ja eine Verbesserung. Fähigkeit. Wille des Irrlichts. Erzeugt ein Irrlicht, das einen Primärfeuerbolzen von der Armbrust der Trauer aufsucht. An Gegnern verankerte Bolzen verursachen 100 Schaden pro Irrlicht. An Verbündeten verankerte Bolzen heilen 10%. Okay, das hört sich schon mal nicht mal so verkehrt an. Der maximalen Gesundheit pro Irrlicht. Bolzen verschwinden, nachdem ein Irrlicht sie gefunden hat. Ah ja, okay, aber wenn ich das richtig verstehe, also Moment, ich nehme das Teil mal mit, es wäre nicht verkehrt. Du solltest dann wohl auf jeden Fall, nehme ich mal stark an, die Hundeklasse nutzen oder die Fähigkeit haben hier, Blutsverwandtschaft, dass du den Eigenbeschuss verringerst, ansonsten... Weil... Also ich verstehe das ja richtig. Moment. Das sind die Bolzen, ja? Die sieht man da jetzt stecken. Genau, und die machen Damage. Okay.
Okay. Dann rufe ich mir mal Verbündete, weil ich ja gerade solo unterwegs bin, müssen die Wobbles hier halten. Ah, macht das Ding gar keinen Schaden? Wo ist mein Hund? Das hat ihm ja als Schaden gemacht. Also warte. Ah, hä? Nee. Also, wow, wow. Oh doch, jetzt hat's geheilt. Macht Damage und heil. Muss das so oder verstehe ich die Waffe gerade einfach nicht? Also, ja, das ist doch Quatsch. Gut, vielleicht ist es bei menschlichen Mitspielern anders. Das kann ich gerade leider nicht testen. Aber beim Hund macht es gar nichts. Hm. Ich würde sagen, nein. Dazu sind gut, wenn gerade das Glitch-Event ist und man kommt schnell an die Shards, ja. Aber ansonsten, nee. Nee, also von mir aus, nee, die ist nicht so gut. Wenn das so sich auch bei menschlichen Mitspielern auswirkt, nee. Und da wären wir schon bei der letzten Waffe für heute. Die verdorbene Kubus-Waffe, richtig? Ja. Würfelraum. Erzeugt einen 5 Meter großen ungewöhnlichen Würfelraum. Ah, Moment. Das ist das, was bereits Glitch-Gegner machen können, also die Verdorbenen. Ihr, kennt ihr das? Wenn die so Würfel um sich herum sammeln, die euch Damage machen in dem Bereich. Oder der Würfelboss kann das auch. Der kann so riesige Würfelkästen erschaffen, die auf euch zufliegen, euch verlangsamen. Nur dass er da, wenn ich das richtig verstehe, macht das Damage, oder? Die Wärmeverringerungsrate von Verbündeten um 50 erhöht. Aha. Die Wärmezahl bei überhitzbaren Waffen pro Kugel um 15% verringert. Aha. Und fehlende Reservemunition pro Sekunde automatisch generiert. Das klingt kompliziert. Ich schaue mir das Teil mal an. Also du solltest wohl ein Bild spielen mit wärmeerzeugenden Waffen bzw. deine Mates. Sprich wie den Laser oder. Okay. Okay, testen wir mal. Bin ja nicht der größte Fan von der original kubischen Waffe. Ah! Okay, sie schießt keine Trümmer mehr wie die original kubische Waffe, sondern die Dinger. Okay. Der Würfelraum ist das. Aha. Das wirkt sich dann wohl auch auf die eigene Waffe aus. Ja, die hat eine Wärmeerzeugung. Wir testen da gleich mal was, weil wenn wir schon mal hier sind. Moment. Habe ich den mit dem Charakter? Ich fürchte nicht. Ah doch, hier. Verringert die Wärmeerzeugung pro Projektil beim Abfeuern von Waffen um 30%, bla bla bla. Yep. Und es gibt auch Mutatoren, die das können. Ich glaube, ich habe den gerade nicht, aber ihr müsst mal schauen, es gibt Mutatoren. Oh, hier, verringert die Wärmeerzeugung dieser Waffe um 25%. Testen wir mal, wie oft kommen wir schießen. Ja, seht ihr? Oh, ja. Das Ding geht gut. Und das ist der Raum. Hm. Und wir haben nahezu keine Wärmeerzeugung mehr. Man kann also ewig zuballern. Damage Value. Gut, sie ist bei mir nicht verbessert. Müsste man austesten. Ich finde eine deutliche Verbesserung zum Original. Also, durch die Bank weg, eigentlich, was ich jetzt so optisch beurteilen kann, für jede Glitch, also jede verdorbene Waffe ist eine Verbesserung, außer eventuell die Armbrust. Die Armbrust, die checke ich nicht so ganz. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren verbessern, aber für mich ist die Armbrust, macht die keinen Sinn, die macht Schaden und heilt, wie wir bei uns in den Fliegern gesehen haben. Aber gut,
Dann habt ihr jetzt eine Übersicht darüber, was ihr euch holen könnt, wenn ihr möchtet. Und ich weiß, auf was ich jetzt spielen werde. Okay, dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst liebend gerne ein Like da. Würde ich mich riesig drüber freuen und ihr unterstützt den Kanal. Ansonsten bleibt gesund, guten Loot und bis zum nächsten Video. Bis denn dann. Tschüss.